Eine neue Folge Küchen-ABC. Heute der Buchstabe P wie Push to Open. Hallöchen und herzlich willkommen auf dem Küchenlos-Kanal. Die eine Variante, eine Küche sehr stylisch zu gestalten, ist natürlich die Grifflos-Variante, so wie ihr es bei uns in dieser Vorführküche seht. Eine andere Variante ist, Push-to-Open-Türen einzubauen. Das heißt, ihr habt eine Tür ohne Griff und ihr drückt gegen diese Tür oder gegen diesen Auszug und dann öffnet sich das wie von Geisterhand. Was es da für verschiedene Möglichkeiten gibt, das zeigen wir euch jetzt heute in diesem Video. Die einfachste Möglichkeit für einen Push-to-Open-Beschlag, der aber nur bei Drehtüren funktioniert, weil er relativ wenig Kraft zum Ausdrücken hat, ist die Variante dieser, ich sag mal einfach, Kugelschreibertechnik. Da ist ein Stift, der ist federbelastet und den kann man rein und rausdrücken und damit öffnet die Tür. Und bei manchen Türen gibt es noch an der Variante hier einen kleinen, kleinen Magnet, damit das besser zusammenhält, wenn es zu ist. Aber bei dieser Tür brauchen wir es nicht. Ganz simpel und ganz einfach. Dieser Beschlag ist aber auch schon zu schwach, um einen Auszug rauszuschieben. Dafür gibt es eine andere Systematik, die zeige ich euch in der nächsten Küche. Hier haben wir jetzt eine Auszugtechnik mit Push-to-Open. Wie ihr hier seht, haben wir eine Grifflosküche, wo ihr ganz normal oben reingreifen könnt. Aber der untere Auszug ist jetzt ohne diese Griffschiene in der Mitte, das heißt ein bisschen schicker, ein bisschen stylischer, nennt sich Blackline. Und dieser Auszug muss ja auch aufgehen, da kann man auch gegendrücken und dann öffnet er sich. Das ist aber eine etwas aufwendigere Systematik, die dann im hinteren Bereich in den Auszügen eingebaut ist. Das kann man leider nicht sehen, deswegen bringt es jetzt gar nicht, wenn wir das will. Der muss auch etwas schwungvoller zugemacht werden, damit er sich sozusagen wieder auflädt und genügend Kraft hat, beim nächsten Druck sich wieder zu öffnen. Aber es gibt natürlich auch noch eine Steigerung, und zwar die elektrische Öffnung, die es sowohl für die Unterschrankauszüge gibt. Die haben wir leider nicht in der Ausstellung, das kann ich euch nicht zeigen, aber ich kann es euch bei den elektrischen Hängeschränken zeigen. Hier haben wir jetzt Schränke, die sich elektrisch öffnen lassen. Natürlich lassen sich diese Sachen auch dann trotzdem manuell öffnen, auf und zu, geht ganz einfach. Aber ihr habt es vielleicht gerade schon gesehen, hier ist so ein kleiner Kontakt, wenn ich dagegen drücke. Dann öffnet sich diese Tür elektrisch. Das geht für Falllifter, aber auch ganz für normale Schwenkklappen. Und zum Schließen wird einfach der eckige Knopf gedrückt und dann schließt er die Front auch wieder ganz sauber zu. Sehr komfortabel, sehr praktisch, vor allen Dingen, wenn es kein Falllifter ist, sondern eine normale Schwenktür, die ist ja dann sehr weit oben. Und wenn der eine Partner oder Partnerin eben etwas kleiner ist und da nicht ganz dran langen kann, oder wenn man selber ein bisschen bewegungseingeschränkt ist, was ja auch sein kann, ist das eine super Geschichte, super komfortabel und wirklich auch noch praktisch dabei. Natürlich gibt es diese Technik auch für Geräte, damit ihr eine stylische Lösung bauen könnt. Wir haben hier das in diesem ganz tollen Element eingebaut. Das haben wir auch in der Küche nochmal separat. Für das ganze Video für die gesamte Küche könnt ihr euch anschauen. Und wir haben hier einen Gefrierschrank, wo die Öffnung beim zweiten Mal drücken funktioniert. Und die ist oben eingebaut in das Möbelteil. Und zwar gehört die sozusagen deswegen nicht zum Gerät, sondern zum Möbel. Und es ist so, wenn man jetzt aus Versehen dagegen kommt, weil man sich da mal aus Versehen gegengelehnt hat und das sich öffnet und man vergisst das, das geht von selbst wieder zu, funktioniert uns bei dem Kühlschrank dann genauso. Bei dem Kühlschrank ist aber die Öffnung ganz neu auch im Gerät untergebracht. Das heißt, ich drücke hier gegen und dann öffnet die Tür. Wenn ich sie jetzt nicht ganz öffnen würde, geht sie auch automatisch wieder zu, aber ich kann sie auch öffnen. Der Kontakt ist hier unten in dem Element, da kommt dann der Pin rausgefahren und drückt die Tür auf. Ganz neu in unserem Messevideo von Miele, das wir auch für euch eingestellt haben, könnt ihr den neuen Auto Open Active Kühlschrank von Miele sehen, der die Tür nicht nur ein Stück aufmacht, sondern sie elektrisch gleich komplett öffnet und auf Wunsch auch komplett elektrisch wieder schließt.
Den haben wir leider auch nicht in der Ausstellung, aber könnt ihr euch in dem Video angucken. Natürlich gibt es diese Push-to-Open-Technik auch für die Hochschranktüren, wenn ihr eine ganz normale Tür habt mit dem kleinen mechanischen Push-to-Open oder auch elektrisch für einen Apothekerschrank. Vielen Dank an alle, die sich die Mühe gemacht haben, bis hierher zuzuschauen. Wenn ihr Vorschläge für weitere Videos habt, schreibt es in die Kommentare. Wir schauen mal, ob wir was drehen können für euch. Wenn ihr wissen wollt, welche Werkzeuge oder Hilfsmittel wir in den Videos verwendet haben, schaut auch einfach unten nach, da schreiben wir das immer rein. Wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt, könnt ihr da klicken. Wenn ihr unseren Kanal abonnieren wollt, worüber wir uns sehr freuen würden, könnt ihr das natürlich gerne auch tun. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr uns ein Like dalasst und selbstverständlich auch die Glocke aktiviert. Tschüss!